Ja, hallo liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen und genüsslichen Tag. Wir spielen Assassin's Creed Origins weiter. Und wir sind hier gerade in einer Becken Serie, Kyrene. Wir haben hier noch zwei Quests. Nee, drei Nebenquests. Mindestens. Und wir müssen eigentlich die Hauptquest weitermachen, aber die Hauptquest ist sehr weit weg, deswegen machen wir erstmal die Scheiße hier zu Ende. Wenn wir ja schon einmal im Stissel sind. Und ich glaube, die Hauptquest dauert auch nicht mehr so lange. Die haben ja jetzt als letztes diesen komischen Dude umgebracht, der unseren Sohn umgebracht hat. Da haben wir gar nicht lange gefackelt, direkt abgestochen, die Sau. Und damit abgeschlossen. Was möchtest du denn, der junge Herr? Sind viele Ägypter in Kyrene? Die Maus urteilt nicht über dich, aber du stichst heraus. Die Maus? Ein komischer Name, mein Freund. Ja, ich bin die Maus, weil ich auch an die schwer auffindbaren Dinge komme. Wenn du mir zu meinem Geschäft folgst, zeig ich es dir. Ich habe Bögen, Klingen, Zepter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das garantiert dir die Maus. Herr Die Maus, komm Bayek. heraus in mein Haus. Nun gut. Dann zeig, was du Sonst hast, schließe ich dich Maus. aus. Hast du keinen Ärger mit den Römern? Eine Nun, du Mausefalle. weißt, was man über unsere lateinischen Freunde sagt. Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben Frauen hinzugefügt. Außerdem weiß ich, wie man unentdeckt Lustig. bleibt, Herr Bayek. Mit meinem Aussehen muss ich das. Oh, was ist denn das hier wieder für ein Hinterhalt, hä? Humbug! Junge, eine Ratte bist du und keine Maus! Besser. So, ändere mal ganz kurz deinen Namen. Zack. Die Römerschweine haben eine Truhe mit in die Garnison genommen. Bitte holst du sie zurück. Und Okay, warum direkt sollte ich zu das tun. tun? Weil du weißt, wie es sich anfühlt, verachtet zu werden, unterdrückt von denen, die sich für was Besseres halten. Die Maus verendet auf der Straße, wenn niemand ihn unterstützt. Was wird dann aus den Kindern? Denkt denn niemand an die Kinder? Für Die meinen Kinder. Retter würde auch eine üppige Belohnung rausspringen. Ich will nicht die Kinder auf dem Gewissen haben. Die Götter sollen dich segnen. Ich warte in der Taverne hinter den Badehäusern. Viel Glück, mein Freund. So, wo müssen wir hin? Nochmal da rein. Ach du Scheiße, Leute. Was ist denn das hier, Alter? Naja. Das heißt, wir gehen da jetzt nochmal reinsprinten. Und holen nur kurz das Ding da raus, weil wir haben das ja eigentlich schon abgeschlossen da drin, ja. Irgendwie mag ich die Stadt aber irgendwie auch nicht. Ich finde die recht schick. Aber irgendwie ist sie auch so ein bisschen verwinkelt. Erschreck dich doch nicht. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Oh Scheiße, wir müssen irgendwo runter, aber wo? Nee, ich muss hier irgendwo runter. Jo. Gefindet. Sind die am Schlafen? Nee, die sind tot. Ups. Die Truhe der Maus. Damit hab ich nichts zu tun, Leute, ne? Ich will es nur gesagt haben. Wir können, glaube ich, einfach rausspazieren. Lalalala. Ich war hier nie drin. Jetzt kann ich mal da hinten gucken, ob die vielleicht eine neue Montur haben für uns. Ja. Die Schnieke. Guten Tag, junge Dame. Ich gehe mal ganz kurz rein, du. So, du Maus. Ah, Gib mir Bayek, Geld. hast Let's du go. meine Truhe gefunden? Du hast mein Leben zum zweiten Mal gerettet, Herr Bayek. Ich bin gesegnet. Gesegnet durch die Götter, die dich an diesem wundervollen Tag zu mir schicken. Die Maus will dich umarmen. Als ein Zeichen meiner ewigen Das Dankbarkeit. ist die üppige Belohnung, by the Nein, way. danke. Dann Geld. Du sollst in Reichtümern schwimmen, die selbst Krösus erblassen ließen. Pass auf dich auf, Maus. Versuch nicht direkt in die Aber wenn ich nächste jetzt Falle zu weniger als tappen. 1000 Drachmen bekomme, Oh, dann welch weiß ich auch nicht. Anmut, welch Verstand.
Du verdienst mehr als bloßes Geld. Besuch mich später, dann gebe ich dir etwas Besonderes aus meinem Lager. Okay, okay. Erst willst du Reichtümer mir bieten und dann nur irgendeinen Scheiß oder was? So ist es also. Er schmeckt. Oh, 1000! Okay, der hat mir echt viel Geld gegeben. Das hier brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Mal. Nee. Nee, ist nicht so meins. Gefällt mir nicht so. Verkaufen. Weg mit dem Müll. Tschüss. Auf Baldrian. Alles da oben, ja. Lass erstmal die Quest hier machen. Das sieht so geil aus, das Ding, Alter. Aber da will ich. Oh, was geht denn hier ab? Geh doch noch näher dran, Bruder. Was, wenn wir hier beef? Ich hab gar nichts gemacht. Der ist gestolpert, Junge. Da wird man direkt des Mordes beschuldigt, obwohl der nun gestolpert ist, ja, und ich nichts dafür kann, wenn er so gestoppt. Was ist mit dir los? Wird's Moonwalk gemacht, oh. Junge, Junge, die sind ja alle am Upspacen gerade, die Dutzen Duderien. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Geil. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als ich nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Ich habe eine wunderschöne Ring. Oh, die süße Katzen sind durch mein Bein gelaufen. Ach du Scheiße. Die sind gar nicht echt. Oder vielleicht die Katze gar nicht echt. Was war das? Geil, Junge. Warte mal, hä? Ich habe alle Hände voll mit Magistrat Leander zu tun. Er ist überaus korrupt. Ein bisschen doch seine Bagi. Bande mit Flavius macht ihn unantastbar. Dann zertrennen wir diese Bande. Leichter gesagt als getan. Er hat alle, die ihm gefährlich werden können, bedroht oder bestochen. Simonides könnte helfen, wäre er nicht so ein Säufer. Er war letzte Nacht in Leanders Villa, ist aber nicht zurückgekehrt. Ich könnte ihn suchen. Sehr gut. Ich werde mich an die anderen Magistrate wenden. Such in der Taverne oder im Bordell südwestlich der Arena nach unserem verschwundenen Freund. Wir treffen uns in meinem Haus. Es ist das mit der großen Terrasse an der Hauptstraße. Absolute Macht. So, wir müssen aufpassen, dass wir am Ende nicht mit dem saufen, ey. Das wäre ein bisschen kritisch. Aber links lang. Locker, flocker, Platz da, Achtung. Arena von Kirene, da, ja, da sind wir dran vorbeigelaufen. Ja, haben wir noch nicht geblickt. Was ist mit dir los, Junge? Bist du besoffen oder hast du dir beigebrochen? Bist du Simonides? Stimme mal ein bisschen. Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wäre tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Oh nee, nicht weinen. Ich trage dich sogar. Komm mit. Bayek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Das finde ich auch lustig, ja. Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides?
Geht es dir gut? Ich glaube, der ist eingeschlafen. Nein! Verflucht, du Sohn des Re... Wie kommen wir da rein? Hier lang? Ich denke. Dann gehen wir hier hoch. Hera, Göttermutter. Simonides. Kann ich das looten? Bist du betrunken? Doch, ich kann das looten. Ja. Zack. Als ob wir gerade schneller waren als der Typ, der uns die Quest gegeben hat. Was war es denn hinter uns, glaube ich? Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bayek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunststück, Simonides. Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Wir stünden ewig in deiner Schuld. Doch warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Gut gesagt. Unser Freund Bayek erinnert mich an Cicero. Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollon. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. Ich auch, Bruder. Wir sehen uns. Wo ist er hin? Das ist eine Ecke. Dann lasst mal lieber hier kurz gucken, bevor wir die Quest machen. Ich mache lieber das, was direkt nebenan ist. So, vielleicht schaffen wir das an. Ja, doch, locker. Wir haben sogar eine Trape. Oh, Leute. Dann benutzen wir halt auch die Trape. Guten Tag, Katz und Maus. Sie werden mich töten! Halt's Maul, du bist wegen Mordes verurteilt! Kann ich dich bitte töten? Hallo? Falschen. Hallo? Ich bin so unschuldig wie ein Lamm! In welche Falle ist die Maus jetzt wieder getappt? Oder jetzt halt euch mal Maus auf hier, du kleiner Pisser, hör! Halt dein... Sei nicht scheiße jetzt hier, oder? Du hast das kleine Kind mitgenommen, Junge! Dafür wirst du sterben! So ein Trash, dieses Game manchmal, Alter. Holy shit. Danke, Herr Bayek. Hol mich raus aus diesem verdammten Käfig. Ich bin verletzt. Ich bin des Mordes angeklagt. Ich schätze, dass... Da ist ein echter Mörder da draußen. Er tötet meine Freunde. Beruhige dich und sag mir, was passiert ist, Maus. Ich traf mich im Badehaus mit ein paar Kollegen und plötzlich hat mich die Legion behelligt. Hast du deine Unschuld beteuert? Sie hört nicht zu. Sie bezichtigt mich des Mordes an Paulus Aurelius, der Geldverleiher, der hier abgeschlachtet wurde. Hatte rotes Haar in seiner Faust, aber nicht meins. Ich habe mich mit ihm getroffen, ja, aber als ich die Bäder verließ, war er noch sehr lebendig, am Trinken und Huren wie üblich. Ich bin vieles, aber kein Mörder. Ist schon gut, Maus. Ich glaube dir. Aber die Römer glauben einem Krüppel und einem Ägypter nicht. Hab Vertrauen. Halte dich bedeckt und warte auf mich in den Gärten des Zeus-Tempels. Im Badehaus sind vielleicht noch immer Spuren des wahren Mörders. Okay, hier haben wir auch noch eine andere Quest irgendwie. Aber die machen wir noch nicht. Also hier in der City geht hier aber echt irgendwas drunter, ey. So wie es hier am Eskalieren ist. Ja, ich hoffe, du ignorierst mich. Dankeschön. Aber da ist ein bisschen... Ach, das ist das Badehaus. Das sah eher aus wie so ein Hauptbahnhof, Alter, oder sowas. Na gut. Ich weiß, dass Mintos nicht der Mörder ist. Ich muss herausfinden, wer es war. Die Römer haben die Bäder abgesperrt. Ich suche einen anderen Weg. Da müssen wir kurz gucken. Nein. Da! Habe ich geblickt, Leute. Warte mal, wo müssen wir lang? Wir müssen einmal drumherum. Njong. Ich glaube, ich gehe sogar den langen Weg, aber ist mir egal. Njong. Könnte ich auch. Da oben. Und rein mit dir.
Hier wurde er also ermordet. Die Leiche ist weg. Ich muss sie finden. Auf des Strigilis ist Blut. Könnte die Mordwaffe sein. Verstreute Perlen. Hier ist eine Kette gerissen. Hat Paulus Aurelius mit einer Frau gekämpft? Die Frage ist, wollen wir überhaupt den Schatz da hinten haben? Rotes Haar, Eskalation, wie hier drin aber ist. Pferdehaar. Von einer Perücke? Deshalb wurde Smintos fälschlich beschuldigt. Eine Botschaft des Mörders. Sie werden für ihre Verbrechen bezahlen. Jemand sucht Gerechtigkeit. Aber wir können hochklettern. Ja gut, die Leiche haben wir noch nicht, wa? Oh, ich muss jetzt hier alles absuchen, oder was? Frechheit. Checken ja gar nichts. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir, glaube ich, keine Leiche. Nope. Oh, da hinten. Ich sehe ja schon. Spürnase. Ist wieder am Städte. Wir kommen da rein. Ja. Ist doch nicht auf die Leiche drauf. Der Gestank des Todes. Junge, und etwas anderes. Parfüm. Was erzählst du mir, Paulus Aurelius? Er hat etwas in seinem Hals. Ich schaue zum Ausgang. Ich hoffe, wir können alle wieder raus jetzt. Ich werde Kyrene von den Hedonisten befreien. Meine nächste Tragödie wird Kyrenes größten Schauspieler niederschlagen. Metrobius. Und es ist unterschrieben. Vesta. 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 Was hast du für ein Problem mit Vergnügen? Phanus wäre erschüttert, wenn... Ja. Junge, wo die sich alle befinden, Junge, die sind alle verteilt. Ah, nee. Glück gehabt, in der City. Was hat Vesta nur gegen diese Männer? Ist sie eine Hetäre, die ihre Kunden umbringt? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Klettern hier einfach, oder? Oh, wait. Ah, nee, lass mal lieber hier außen rumgehen. Können wir hier landen? Da, dürfen wir das? Und dann hier hochklettern, wenn das geht. Boah, das wäre ein Banger. Ja, hier. Nice. Cool. Das ging schnell, jetzt gedacht. Ich muss diesen Löwen loswerden, bevor ich den Verdacht bestätigen kann. Aber das ist wohl Vestas zweites Opfer. Ja, der Ägypter hat keine Angst. Im zweiten Opfer des Mörders ist nicht mehr viel übrig. Noch eine Nachricht. Metrobius hat sich das letzte Mal verneigt. Nur der Hurenbock ist übrig und er wird im Wolfsbau sterben. Diese Weste hat einen Hang zum Dramatischen. Der Wolfsbau des Hurenbocks muss das hiesige Bordell sein. Mein Instinkt war richtig. Psst. Erzählt keinem, dass ich für 2,50 Meter teleporte. Ich glaube, wir hätten auch laufen können. Wäre fast genauso schwer gewesen, solange der Loading Screen hier ist. Einer. Die Wege sind hier ein bisschen kacke jetzt. Entschuldigung. Manchmal muss man auch ein paar Leute zur Seite schubsen, sage ich.
Okay, entweder ist da jetzt noch eine Leiche oder wir sind pünktlich und müssen so einen Typ jetzt töten. Und es ist zu spät. Ich bin zu spät. Noch eine Nachricht. Das muss der Hurenbock sein. Vater, du stirbst. Bist du jetzt still, Mutter? Bei den Göttern. Diese Vesta ist wahnsinnig. Anscheinend so ein bisschen, ja. Alles vollbracht. Und ich komme bald zu dir und Vater. Ich kann nicht... Du warst das, oder was, ha? Du... Ich kann nicht aufhören. Und ich will nicht ohne sie leben. Hä? Was warum mussten sie sterben? Auch ich habe Finsternis... Das ist wieder ein bisschen buggy, Leute, aber das ist okay. Warte, nicht als dass sie leben, sondern hab direkt Rauch geworfen. Und dann war Rauch und ich konnte nichts machen. Leute. Wow. Vesta war keine Hetäre, sondern der vergessene Sohn von einer. Ich hoffe, die Duat wird aus dir schlau. Dann also wieder zu Smintos. Aber da hätte ich jetzt gerne dann ein bisschen mehr Backstory gehabt. Weil ich habe mich schon gewundert, ne? Das war ja eine Frau mit männlicher Stimme. Boah, da hätte mich die Story ein bisschen mehr interessiert jetzt. Ob der sich nur verkleidet hat oder ob der wirklich sich als Frau gefunden hat, schon damals, ja. Weil jetzt so kurz kam es halt ein bisschen so eher so rüber, als hätte er sich verkleidet. Quasi, als Frau. Um Rache zu nehmen. Ah, ein bisschen weird. Warum versteckst du dich hier, hä? Bayek, hast du den Mörder gefunden? Ja. Der Sohn einer Hetäre. Als seine Mutter starb, überkam ihn schrecklicher Kummer. Er glaubte, dass ihr Kar keine Ruhe hätte, bis er seinen Vater findet. Ist er tot? Es tut mir leid, Maus. Er hat nicht mit sich reden lassen. Ich habe seine Briefe. Und was darin steht, ist tragisch. Armer Junge! Vielleicht hätte die Briefe auch lesen sollen. Traurig. Was wirst du tun? Werden die Römer nicht nach dir suchen? Ich habe einen Plan. Ein neues Leben in Apollonia, wo das Meer so nah ist, dass man es schmecken kann. Besuch mich dort, wenn du kannst. Herbei. Mach ich, Maus. Viel Glück, Maus. Wir sehen uns, mein bester Freund. Mein neuer bester Freund. Okay, hier mal Papyrus und klettern. Synchronization. Und hier ist sogar noch eine Quest. Weg. So, einmal hoch. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ich muss die Papyrus-Dinger ja nicht mehr wegdrücken. Diese. Oh, jetzt haben wir es bereits bekommen. Ich kletter ein bisschen. Diese Rätsel muss ich ja nicht mehr wegklicken. Die gehen nach 2 Sekunden alle von alleine weg. Finde ich ein bisschen schade, weil ich wollte mir gerne mal eins durchlesen. Aber naja, machen wir nichts. Leider Schmeider. Springe vom Tempel des Zeus. Das ist meine Aufgabe. Geht dafür XP? Ah, das war das Großartigste, das ich je sah. Und ich sah schon eine Schlange, eine Katze verschlingen. Eine Katze, ehrlich? Ja, die haben eine Katze. Und wer bist du? Esiokles, aber meine Freunde nennen mich Essio. Essio. Nun, Essio. Ich bin Bayek. Wie hast du das gemacht? Kannst du zaubern? Ja. Sprichst du nochmal für mich und meine Freunde? Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene. Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Essio. Fremder, hierher. Ich bin schon da. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Oh, nee. Meine Bande? Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Essio. Ich hasse Stadtführungen, die dauern immer so lange. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben. Ii, das ist ja eklig, Essio. Ich hasse es, wenn meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Nein. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Naja, wir haben ja, Haare, aber ein ja. Ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Essio. Oh. Ah, jetzt muss ich für den Verläufig springen, oder was? Hui.
Achtung, Ezio, pass auf. Kunststück. Ah, ich fand's es. Achso, das bist gar nicht du. Ich fand's es. Ich habe nie an dir gezweifelt. Na, da steht auch gar kein Karren mehr. Ich war nicht sicher, Ezio. Wohin als nächstes? Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er macht Alter, Musik, viel leider. Ey, ruhig euch. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat. Rauben spielst du gerne alle aus, Alter. Was hab ich noch nie gesehen? Ja, hallo, oh, ja. Guten Tag. Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Durch die Luft wie ein Wenn Adler. Du von Apollons Dankeschön. Becken springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu. Oh, Entschuldigung. Er ist auf Eckschubsen. Ein kleiner Facker. Aber wir müssen von da springen. Jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Ja, ich mit meiner Kindergartengruppe hier unterwegs, Leute. Geht, was geht. Wir machen die City unsicher. Piss dich. Genau, schubst ihn weg, Junge. Ezio. Fertig, die Sau. Guck, die lernen schnell. Oh, boah. Geh mal wissen, was das heißt. So, von da soll ich springen, Kinder. Passt mal auf jetzt hier. Ich kann nicht hinsehen. Feuert mich ab. Er ist so mutig. Habt ihr mal einen gesehen, der so mutig ist? Ja, ich. Alright. So, Kinder, seid ihr ready? 3, 2, 1. Klatscht. Oder feuert mich an oder so. Njung. Und ich habe ihn gefunden. Jetzt wird Apollon mich sicher belohnen. Geschafft. Du hast es geschafft. Alter, noch mehr, Junge, wenn die Kindergartengruppe wächst. Möglich. Let's go, Apollon team. Apollon zeigt dem Bathos seine fruchtbare Stadt. Ob sie mitgebrüllt. Dem Bathos Gefolgschaft als Rabe. Das kommt darauf an. Die alle fertig. Glaubst du? Auf zum nächsten Sprung. Kinder erobern Kirene, Joi. Da, Joi. Aber Baby. Oh. Nun, und du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand hin, außer den Römern. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Legionären, klar. Ich komme da auch so hin. Ich präsentiere die Akropolis. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, ready, Kinder. Ich hoffe, es kommen noch 10 weitere Kinder dazu. Let's go. Kannst du nicht nochmal springen, Bayek? Bitte, es ist mein Geburtstag. Nochmal? Lasst ihn in Ruhe, lasst ihn doch. Er ist nicht euer Sklave. Er ist ein wichtiger Mann und er hat wichtige Dinge zu tun. Ach so, du scheißt mich die ganze Zeit rum, oder was, Junge? So ein Arschgesicht, Junge. Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Oder Süßer. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Floh. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Tschüss, Ezio. So, liebe Leute, wir sind jetzt der große Flo. Was geht ab? Und der große Flo verabschiedet sich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.